Und das Thema für heute, angesichts dessen, dass es sehr nah anliegt, wird Gamescom sein. Ich muss ein bisschen reden, was ich an der Gamescom mache, so weiter. Das ist der Plan für heute. Und erstmal. Willkommen, liebe Leute, zu Let's Play Super Mario Maker, zum neuen Part. So, ich bin nicht allein, sondern hier ist jetzt ein Typ neben mir, der spielt. Der zeigt es aber nicht und... Ja, er heißt, Anyn, an... Abgi. Nein, keine Ahnung. Er hat keinen Namen und wir gehen auf Spielen. Ja, das bin ich. Der namelose Typ spielt, Level aus aller Welt. Ja, schon ein bisschen. Ja, wir hatten gerade mal was aufgenommen und dann ist die Aufnahme abgekackt. Sowas gibt's. So, wir gehen. Ja, natürlich. Level suchen. Da tun wir die Schwierigkeit auf einfach stellen. Und ja, dann mach Mushrooms. Hopp, das ist doch cool, das Level. Das ist richtig, richtig schwer. So, währenddessen, ja, das, ich mache es in jedem Part, möchte es jetzt so ein Thema in dem Format ansprechen, über das ein bisschen reden, so. Das denke ich mal ganz cool. Feuerblume. So, das Level hier ist ja etwas reich, da kann man sich Sachen holen. Höchstes, hier ist kein Yoshi, hol Yoshi, ganz links. Yoshi kann man, mag man immer gern haben. Jetzt reite den Dino. So. Tada. Ich hab noch nie mit Yoshi gespielt. Ja, jetzt spielst du mit Yoshi. Yoshi kann die Gegner fressen. Theoretisch, ja. Passt richtig so zum Super Mario World Style. Yoshi, Bestia, Yoshi, Super Mario World. Kann man theoretisch kennen, wenn man die Reihe kennt. Das war eine krasse Aktion von dir. Ui, ich bin halt. Applaus. Ja, wie gesagt, Super Mario Maker führt es ab jetzt ein, dass man so quasi im Format über ein paar Themen redet, über ein Thema. Und das Thema für heute, angesichts dessen, dass es sehr nah anliegt, wird Gamescom sein. Ich muss ein bisschen reden, was ich an der Gamescom mache, so weiter. Das ist der Plan für heute. Und er spielt. Dann gibt es einen Senf dazu, obwohl er noch nie da war, das hingehen wird. So, der Weltrekord war 5 Sekunden. Das ist sehr schnell, aber dann hat man, glaube ich, nichts angekauft, vermutlich mal. Ne? Welchen soll ich jetzt? So, such dir eins aus, ist mir recht egal. Das übrigens, ich erinnere euch, ihr könnt mir oder uns auch Level zusenden. Link ist in der Videobeschreibung. Ja, aber könnt ihr eure Level zusenden, damit wir die mal spielen? Ist vielleicht ein bisschen aufregender, als wenn wir jetzt die ganze Zeit irgendwie hier nur so als Easy Going spielen. Ne? Man kann das wissen, 4 Grafikdingern auswählen. Das hast du gut gemacht. Vielleicht was. Aber ich finde persönlich finde die alte Grafik fast besser irgendwie. Ach so, ist ein Jump'n'Run. Oh, no. Applaus. Digga, mach du das halt mal. Einfach, darf man sagen, ich sag das. Wie soll man. Bitte von den Wegrennen. Sag ich dir. Ach, ich hab ne Ausrede, ich bin nicht. Oh, no. Du, es ist keine Ausrede. Ja, ich spiel nicht so. Nur weil du Xbox-Spieler bist, heißt ja nicht, dass du hier verkacken darfst. Aber auch wenn dieses Level gerade höchst komisch ist. Im Sinne von komisch. Vielleicht musst du aber irgendwo anders lang. Kann ich das auch nehmen? Ja, theoretisch schon, praktisch nein. Ah. Ja, du hast gerade wie Füße, Andreas. Ja, keine Ahnung. Ach so, ja, man muss immer, nee, das geht ja auch nicht. Was? So, immer in den Kreis da. Bleiben, doch, das geht theoretisch. Nein. Wenn nicht Angst. Der Kreis ja auch von vorne kommt. Ist mir ja gerade passiert. Können wir uns einfach durchrutschen. Ja, aber das führt ja auch nicht zum Ziel. Man muss den Yps durchrutschen. Das wäre mal eine Idee. Das ist einfach mega geil. Ich höre wie so ein Furz im Mario, wenn das es erst gibt. Ja, das ist. Das ist gut. Du, das hältst mal eine Zeit lang. Ja, währenddessen kann ich nicht über Gamescom reden. Ihr wisst ja, die Gamescom ist dieses Jahr von Mittwoch, den 23. bis Samstag, den 26. August.
23.24. 25. sind für normale Besucher. 26. ist, glaube ich, für Fachbesucher. Oder war Sonntag? Ich weiß nicht. Einen Tag am Wochenende sind für Fachbesucher. Ich glaube, es war Sonntag. Oder was? Dienstag? Ich habe keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall. Ich bin am 23. am Mittwoch und am 24. Donnerstag auf der Messe auffindbar. Ja, machen wir Österreichs-Level. Das ist, denke ich, mal richtig cool. Also, die Messe geht, glaube ich, um 8 Uhr los, endet um 20 Uhr. Ich werde auch schauen, dass ich relativ in der Früh da bin. Ist das ernst? Wow, und ich werde an beiden Tagen probieren, bis 20 Uhr durchzuhalten auf der Messe. Das ist halt auch nicht so einfach, da irgendwie jetzt mal 12 Stunden auf der Messe rumzuhängen. Aber ich denke mal, ist gut gemacht. Das sollte machbar sein. Jetzt ist die Frage, was wir in der Messe wählen müssen, aber das mache ich nochmal heute Abend oder morgen beim Livestream oder so, wann ja die Gelegenheit habt, mich zu treffen, weil ein paar Leute mich auf der Messe tatsächlich treffen wollen. Ich glaube, es gibt ein paar Leute, die wollen mich treffen auf der Messe. Abonnenten. Oh, das ist jetzt krass, das Level. Also jeden Fall, ne, ich habe ja so ehrlich gesagt, so richtiges Fan-Treffen, ja. Also wow. Ich werde so machen, ich werde auf der Gamescom, wahrscheinlich irgendwie jetzt mit euch morgen irgendwo einen Punkt, Treffpunkt vereinbaren, wo wir uns an einer bestimmten Uhrzeit halt treffen. Ne, erst Mittwoch, Donnerstag auf der Gamescom. In beiden Tagen habt ihr die Gelegenheit, mich prima zu treffen. Ich werde die meiste Zeit wahrscheinlich am Nintendo-Stand rumlungern. Werde auch mal zum Endzone-Stand schauen, weil ich da Abonnent bin. Aber ja, größtenteils werde es bei Nintendo-Stand bleiben. Gibt's da coole Sachen zu spielen, ne? Super Mario Odyssey, das neue Metroid, Mario vs. Rabbids Kingdom Battle. Es gibt einige coole Spiele zu spielen, die in Zukunft erscheinen. Und darauf freue ich mich schon so richtig. Ja? Du hast Dressen. Du hast hier. Ey, du warst schon diese Level hier, diesem Kindergarten-Niveau. Ach. Finde ich cool, dass du sowas machst. Das hat mir 100 Level in einem Part so ungefähr. Okay, ich mach jetzt meine Nummer. Willst du nicht bisschen das Niveau bisschen steigen? Ich muss mich erst eingewöhnen. Ich habe davor noch nie Super Mario Maker gespielt. Ja, sowas gibt's auch. Stopp, gibt noch einen Stern. Kann jetzt halt immer Stern geben, wenn die Level gefallen hat. Das ist so wie bei YouTube ein Daumen hoch. Eine Sache, die ihr auf jeden Fall machen solltet. So. Machen ja. Wie gesagt, ich bin am Mittwoch und Donnerstag auf der Messe. An beiden Tagen habt ihr prinzipiell die Gelegenheit, mich da zu sehen. Wie gesagt, ich lungere meist am Nintendo-Stand rum. Ja. Nintendo Freak. Ne, und dann, ich werde aber wahrscheinlich auch nochmal so überlegen, dass man jetzt an einer bestimmten Uhrzeit, zum Beispiel am Mittwoch, 15 Uhr oder so, dass dann ist da irgendwo Eingang, Halle E oder so, sehr schön, dass ihr mich da halt wirklich treffen könnt. Irgendwie sowas. Das möchte ich mit uns morgen besprechen, dass halt alle, die so zur Messe gehen und anwesend sind, dass wir uns irgendwie auf einen Termin einigen können, wann ihr mich treffen könnt, wenn ihr es denn wollt. Ne, und wie gesagt, Mittwoch, Donnerstag bin ich auf der Messe, Freitag geht's aber direkt schon weiter, denn ich muss direkt schon wieder heim, weil, alles klar, also, wir begeben uns dann am Freitag zurück nach München, weil ich doch eine Zeit von Köln nach München, denn am Dienstag geht's für mich direkt weiter in den wohlverdienten Urlaub, also, ne, richtigen. Genau. Cool. Also in meinen Urlaub, deshalb bin ich nur Mittwoch und Donnerstag auf der Messe und werde an den anderen Tagen die Messe wahrscheinlich auch nicht groß verfolgen. Ich probiere, wenn ich auf der Messe bin und mein Hotspot es erlaubt. Das ist das war gerade schlecht. Wow, wie soll ich das jetzt so schaffen? Ja, mit dem Wall. Nice. So, achso, woher fahren wir denn? Ach, richtig, ja. Das auf dem Gamescom-Gelände probiere, weil man da relativ lang warten muss, wenn man Handy aus live zu streamen, um was einfach so das Feeling und die Stimmung quasi zu übermitteln. Ich werde das probieren über mein Handy mit dem Mikrofon, der mich dabei, der überhaupt versteht, ein bisschen so quasi. Also zeigen, was es gibt auf der Gamescom. Ich werde das Ganze natürlich auch vloggen, was ich mache. Probieren Videos von dem zu machen, was ich mache. Denk schon. Also definitiv, ich bemühe mich. Ich werde auch am Gamescom-Tag jeweils abends. Abends jeweils auch noch was aufnehmen. Dementsprechend
für Programm ist besorgt. Mittwoch, Donnerstag, bis Abend dann nochmal Livestream nach der Messe. Kurz auf dem Messegelände für 10 Minuten. Tue es dann nochmal kurz so die wichtigsten Sachen vom jeweiligen Tag einfach sagen. Das wäre so mein Plan. Ne? Ja, aber David, immer. Du, sprichst du selbst. Und wenn ich mal da bin. Was ist dann? Ich darf gar nicht reden. Ja, du spielst da. Du darfst, du darfst reden, Sklave. So, ja, danke. Dessen Name man nicht weiß. Ja. Bin ich nicht mehr so viel also, wert wie Frau Kaiser. Für alle, die auf meinen, die aus meinem Real-Life-Freundeskreis sind, ich hab Real-Life-Freunde, das glaubt mir bis heute immer noch keiner, aber ist das so? Ja, leider, ne? Nee. Hey. Aber alle, die... Jetzt bin ich nicht mehr der Real-Life-Freunde. Ja, also alle, die noch Real-Life-Freunde sind, kennen ihn, ne? Und da... Lol. Du kannst dich damit rumzippern lassen. Ja, ich weiß. Ja, das ist cool. Ziel also eigentlich kommt das Ganze mal raus. Es kommt keins mehr raus. Jetzt. Nein. Just kidding. Geile rumgezippert. Ist geil gemacht. Ja, wie gesagt, back to topic. Gamescom wird es. Ist wunderbar gesagt, ne? Nee. Auf jeden Fall konnte mich da. Sollen wir das mal dann morgen mal fahren beim Stream? Klären, wann wir uns da treffen. Ja. Mittwoch, Donnerstag, den hatten wir da treffen. Bin auch von 8 bis 20 Uhr da. Und ja, Mittwoch geht es dann langsam wieder zurück nach Munzin in die Nähe, also von meinem Zuhause. Ich habe nur den Anfangsbuchstaben gesagt, versehentlich. Ich habe Gr. Das sind zwei Buchstaben. Das heißt noch gar nichts. Es gibt mindestens 7 okay, Orte in der Nähe, die mit Gr anfangen. Okay, sind fast alle verletzt, irgendwie. Ja, sehr schön. Ja, egal, auf jeden Fall. Fahr's dann halt wieder zurück. Wieder zurück. Für was denn? Bis nach Hause. Weil ich dann, wie gesagt, am Dienstag gleich weiterfliege in Urlaub und dann bin ich in Urlaub. Während der 2 Tage, wo ich auf Gamescom bin und in Köln, weil er braucht seine Zeit hin und auch wieder zurück, werde ich Videos vorproduzieren, die es bis dann gibt. Heißt, er kommt nur ein Video pro Tag und nicht 2. Ja, und die Tage während ich. Stummelpilz. Und die paar Tage, wo ich in Urlaub bin, die Woche wird vermutlich kaum Videos geben. Oder nur alle 2-3 Tage. Ich habe keine Ahnung. Ich werde mir da auf jeden Fall irgendwas überlegen. Oh, ich hab mein Skill. Dass während ich im Urlaub bin, nicht jeden Tag ein Video kommt, sondern eben ab und zu. Das sollte aber, denke ich, verkraftbar sein. Da bin ich das 2 Tage auf der Gamescom vertreten und die anderen Tage werde ich zumindest über Twitter tweeten. Es macht mir auf Instagram zu folgen, übrigens sind alles von der Messe Bilder und ich werde einen Haufen Bilder von der Messe machen. Könnt ihr auf meinen Instagram-Account sehen, by the way. Ich verlinke euch den mal in der Videobeschreibung. Da werde ich alles rund um die Gamescom posten. Das hast du geil gemacht. Ja. Jetzt haben wir das Niveau mal ein kleines bisschen gehoben. Schön machst du ein Level 50 Mal. Yay, ich kann's halt. Also, Esther Applaus, du machst mir bald das Eis halt. Sehr, sehr, der. Naja. Ja, wie gesagt, wo hast du denn geblieben? Ach, richtig. Instagram wird es Fotos zu den ganzen Themen hochladen, die sich lohnen anzuschauen. Also, schaut unbedingt, wenn der Gamescom Tagen bei mir mal vorbei auf Insta oder alternativ eben auf Twitter. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, ob ich so das Gamescom, wann ihr hingeht, wann ich hingehen, bla bla bla, fragt es gerne, schreibt es gerne in die Kommentare, würde mich mal interessieren, ob ihr hingeht, wann ihr so Gamescom geht. Und ja, ich würde das unbedingt einen Tipp geben, ich selbst nehme Klappstuhl und meinen alten, abgenippelten 2DS mit, damit mir nicht ganz so lang, ganz geil, damit mir nicht zu langweilig wird, ja, ich hab nur einen alten, nicht den New. Damit mir nicht langweilig wird. Auch einen alten. Cool. Der ist wirklich alt. Ja, also wie gesagt, damit mir nicht langweilig wird, nehme ich den ab mit. Und weil ich da halt auch ein paar Stunden einfach sitzen und warten muss, vermutlich nehme ich auch einen Klappstuhl mit. Würde ich euch auch anraten. Wasser und sowas. Ja, genau. Hey, ich stand hier noch auf der Stufe. Wasser und sowas ist, denke ich mal, relativ. Ich bin dabei nicht gestorben. Wasser ist klar, also.
Weil Getränke gibt's halt auf der Messe, aber die. Ui, sterben. Die kosten relativ viel Geld, glaube ich, und es dauert weißt halt auch, ne? Weißt du was? Du lässt das Level. Nein, nicht. Sorry, Leute, aber ich bin halt mal nicht so gut in Nintendo-Sachen wie Super Mario Maker. Na gut, für einen Level haben wir in dem Part noch Zeit. Ja, aber nicht so viel. Ja, jetzt habe ich aber endgültig den Faden verloren. Ja, du hast mir geredet. Warte, ich muss noch meinen Timer richtig stellen. Dann muss ich den Timer stellen mit der Pünktlichkeit zu Hause, ich, dieses kleine Kind. Ja, sorry, nee, muss ich eigentlich nicht mal. Junge, du bist der einzige von meinen Freunden, der so genau pünktlich drauf achtet. Ich, nein. Andere Freunde merken 20 Minuten. Oh, scheiße! Wisst ihr, das heißt wirklich, dann siehst du das Bild, es muss gehen. Ach komm, ich bin nur mal die Runde fertig. Ja, ich dürfte nur. Na gut, nein. Ich sag mal, komm, so, back to topic. Achso, richtig. Ich bin ein Enten, verstehe ich nicht. Ey, mit dem Platoon 8-Bit Gedünste ist geil. Ist wirklich geil. Nein, das macht den. Ja, shit, boah, Alter, die regen echt auf. Und wir diese Töten, das haben die was also mit Erfolg. Ja, richtig, was du so Gamescom mitnehmen solltet, das habe ich wieder meinen Punkt gefunden. Definitiv. Klappstuhl würde ich als unbedingt anraten, weil die lange wartet. Ich meine, es haut erstmal die Stange an, die vermutlich, weil Super Mario Odyssey stehen wird, das wird schon ein bisschen was sein. Mann, diese Tinten echt auch. Oder auch an sonstigen. Moin. Würde ich als definitiv raten, 3DS oder sowas mitzunehmen, dann wird euch nicht viel langweilig. Macht so irgendwie auch Sinn. Der macht wie gesagt auch. Ja, ansonsten Ausweis sollt ihr mitnehmen. Weil, falls ihr irgendwie Erfahrungen habt oder mir noch Tipps geben könnt, was man noch mitnehmen könnte, sollte, gerne in die Kommentare damit. Würde mich mal interessieren. Ansonsten freut sich auf die Messe. Ich freue mich schon. Ich war extra von Münster nach Köln. Das ist ein relativ weiter Weg. Also, für ihr, wenn ihr in Köln wohnt und Ferien habt, kaut es halt mal bei der Messe, bietet es ja an. Weil ich nicht mehr weiß, ob die überhaupt noch Ferien haben, ja, weil es gibt Bundesländer, die haben zu Gamescom Herzen keine Ferien mehr, das sind dann Opfer, würde ich mal sagen. Junge, hol dir doch den. Nein, ich bin gerade was am Sterben. Ja, ach nee, der würde ich sagen, hol dir mal lieber den Fragezeichenblock da. Das ist Heal. Ja, ja, jetzt schaffst du es eh. Aber wenn ich jetzt runter. Ja, das ist übel gewesen. So, also Leute, das war's zu Gamescom. Wie gesagt, ich werde morgen Abend nochmal einen Livestream, also ab 20 Uhr darüber reden. Da erfahrt ihr nochmal das Aktuellste. Ansonsten bedanke ich mich hier an einen Typ, dessen Name ich nicht in einem verspielen. Und ja. Wir sehen uns auf der Gamescom. Ja. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, Leute. Ciao.